kam das damals, dass Sie von Real, Sie kamen ja von Real zu Bayern, dass Sie nach München gegangen sind und Spanien verlassen haben? Mhm. Naja, damals war es ein bisschen schwierig da für mich, wegen dem Präsidentswechsel da. Eigentlich habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt da. Ich habe auch eigentlich sehr gut gespielt. Aber ja, wenn die Politik so ist und du kriegst nicht eine ehrliche Chance, dann musst du schauen, ob du noch weiter dagegen kämpfst. Ob das dann auch Sinn macht. Oder dass du eine Entscheidung triffst, dass du sagst, da muss es irgendwo anders weitergehen. Und dann sind die beiden gekommen, die waren sehr, sehr konkret. Und die haben mir von Anfang an sehr wirklich gezeigt, du bist unser Spieler, wir wollen dich unbedingt nach München holen. Und das fühlt dann auch gut, wenn ein großer Verein sowas macht. Und deswegen bin ich dann gewechselt. War auch ein bisschen ausschlaggebend, dass in dem Jahr dann Cristiano Ronaldo von Real Madrid verpflichtet wurde? Ja, es war nicht nur Ronaldo, es war halt das, genau was du sagst. Das war mit diesem neuen Präsident, der Perez ist wieder zurückgekommen. Und dann haben die Ronaldo geholt, aber auch Kaka, ich glaube Benzema und Alonso. Also viel Geld ausgegeben und uns wurde dann mitgeteilt, ja, wir müssen noch ein bisschen Geld zurückverdienen und die können dann mir dann noch nicht so, was die ausgegeben haben, aber ein bisschen noch was verdienen. Und deswegen wollten die dann mehr verkaufen. Und ja, so funktioniert es halt manchmal, ne? Vor allem da in Spanien mit so einem Präsident. Der muss was zeigen dann und verspricht dann was und macht dann auch. Dann war es für mich ein bisschen schwieriger. Obwohl ich war eigentlich mit dem Trainer war ich sehr gut. Ich habe vielleicht die beste Vorbereitung meine ganze Karriere gespielt damals. Und ich war in einer super Verfassung. Und naja, das habe ich dann mitgenommen nach München einfach. Dann kam das Jahr 2010, das Champions League-Finale, ja. Der verpasste WM-Titel und dann eben auch die Verletzung nach der WM. Auch noch, ja. Ja, was löst so eine Reihe an Enttäuschungen in einem Fußballer aus? Der ja, es waren einerseits Enttäuschungen, andererseits waren es natürlich auch ganz große Momente und haben wir natürlich auch sehr, sehr viel erreicht. Ich meine, mit Bayern haben wir dann Champions League-Finale verloren. Das war damals vielleicht zu Recht, aber wir sind ins Champions League-Finale gekommen erstmal und das war natürlich schon eine riesen Überraschung. Und das war eine Weltklasse-Leistung, Champions League-Finale und Double gewonnen. Also für die Bayern war das ein mega Jahr. Und dann Weltmeisterschaft auch im Finale gekommen. Und auch das war eine ganz große Überraschung und auch eine super, super Leistung. Aber es ist natürlich so, wenn man dann im Finale ist, natürlich will man die dann auch gewinnen. Und dann ist das eine riesen Enttäuschung, weil du weißt nie, kommt diese Chance nochmal. Also Weltmeisterschaft habe ich die Chance dann nicht mehr gehabt. Waren wir da 4 Jahre später im Halbfinale. Aber Champions League Finale dann noch zweimal gespielt. Aber wie gesagt, es war einerseits sehr, sehr schön, natürlich Enttäuschungen und dann mit der Verletzung noch da hinterher. Aber ja, ich bin auch immer ein positiver Mensch und ich glaube, man muss das auch positiv alles ein bisschen sehen. Macht man sich denn, wenn man so eine schlimme Verletzung, das war ja dann, ich glaube, Ihr längster Ausfall bis zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. Macht man sich da auch Gedanken um die Zukunft, wie geht es jetzt weiter? Ja, genau, weil da war richtig, das war eine schlimme Verletzung und da wurde auch gesagt, auch der Doktor hier auch hat gesagt, müssen abwarten, ob du wieder wirklich auf 100% zurückkommst, weil der Muskel war ab und das war wirklich so, ja. Kommst du wieder normal auf 100% oder fehlt da am Ende dann 20-30% und wird es für die Karriere dann schwierig. Und das war natürlich ganz schwer, eine schwere Zeit, aber wir sind das so positiv angegangen und es ging nur so und am Ende waren wir wieder topfit und das war die schönste Belohnung dann. Nach Ihrem erfolgreichsten Jahr, kurz zu Ihrem schwierigsten Moment wahrscheinlich 2012, als Sie zum Sündenbock deklariert wurden von den Fans. Sie gelten ja als sehr reflektiert und sensibel. Was löst sowas in einem aus? Das war natürlich eine riesen Enttäuschung. Du verlierst Champions League Finale zu Hause, schießt einen Elfmeter.
Naja, und dann kam das, dieses Spiel zwischen Holland und Ding wegen meiner Verletzung damals. Und das war dann so ausgemacht. Und vertraglich war dann auch ausgemacht, ich spiele nur für Holland, weil wir waren auf Vorbereitung auf EM. Und das ist halt nicht ganz, nicht gut kommuniziert worden, auch nicht hier. Ich weiß nur, dass wir so eine Pressekonferenz hatten mit so einem Trikot, so halb Bayern, halb Holland. Und vielleicht haben die Fans da auch erwartet, das spielt für Bayern und Holland. Das war dann nicht so. Und dann ja, kam natürlich die Pfiffe damals, wo du auch wieder diskutieren kannst. Es war ein offenes Spiel und war nicht nur, das waren nicht nur Bayern-Fans und nicht die echten Bayern-Fans. Also da gab es viel, da kannst du noch immer viel über diskutieren. Ich habe da danach viele gute Reaktionen gehabt, innerhalb Verein, aber auch außerhalb, auch von den Fans, viele Fanclubs, viele Leute, die mir angeschrieben haben oder wo ich bei Fanclubs dann, Fanclubbesuch war, dann haben gesagt, das waren nicht die richtigen Bayern-Fans und wir sind da, wir unterstützen dich und ja, dann ist es auch, die Jahre danach ist alles wieder gut geworden. Aber haben Sie selber in dem Moment, als diese Pfiffe da auch waren, an dem Abend, haben Sie da selber gesagt, wisst ihr was, ich habe es nicht nötig, hier zu bleiben, ich kann auch woanders spielen? Na, natürlich, das ist im ersten Augenblick, ersten Moment, denkst du, kannst du gar nicht glauben, was da dann passiert. Dass du im eigenen Stadion, dass das dann so passiert. Da willst du nicht glauben, kannst du nicht glauben. Und es war wie ein Schock. Und natürlich hast du dann ein Gefühl, dass du sagst, okay, dann gehe ich dann, weißt du, dann gehe ich ja irgendwo anders hin, wenn das so hier ist. Wenn du so mit deinen Spielern umgehst. Aber naja, dann würde das alles ein bisschen geklärt, alles zur Ruhe gekommen. Und ich habe mir dann auch hab das verarbeitet und ich wollte dann nur ein Ding und das ist einfach die neue Saison anfangen. Wenn Sie jetzt nochmal an das Finale in London damals zurückdenken, was tauchen da für Bilder und für Emotionen? Ja, einfach die Überzeugung schon vor dem Spiel. Und wir haben das ganze Jahr so gut gearbeitet und da war eine wirklich Überzeugung, dass wir so wirklich. Zweimal haben wir ein Finale verloren und das dritte Mal, das wird nicht passieren. Und ich glaube, das ist natürlich auch die, dann vielleicht diese Erfahrung, die du dann auch mitnimmst. Aber ich weiß noch bei mir auch, ich war voller Selbstvertrauen und haben gesagt, heute passiert einiges passiert. Einer geht vom Gewinner vom Platz und das sind wir. Natürlich ist das jetzt einfach reden, aber das war wirklich so. So habe ich das in dem Moment so gespürt, auch vor dem Spiel. Und natürlich, dass es dann so zu Ende geht, das war natürlich ja, super. Wenn Sie jetzt an dieses Spiel zurückdenken, und welches Bild kommt Ihnen da direkt vors innere Auge quasi? Ja, wahrscheinlich schon, das ist die letzte Minute mit dem Tor natürlich, weil die habe ich jetzt schon auch ein paar Mal gesehen und würde mir natürlich auch mal, auch wenn ich es nicht selber geschaut habe, würde es oft gezeigt. Ich glaube, das war natürlich der Moment. Sie haben einmal gesagt, ich bin kein Typ, der träumt. Rückblickend können Sie trotzdem sagen, dass Sie Ihren Traum gelebt haben? Ja, das glaube ich schon. Also ich habe immer gesagt, ist vielleicht ein Klischee, aber du hast aus deinem Hobby hast du deine Arbeit gemacht und Fußball habe ich von Anfang an geliebt. Geliebt, gelebt und dafür alles gemacht und wie gesagt, das ist dann eine Ehre, glaube ich, dass du das Leben, was du hast als Fußballer, das musst du schätzen auch, glaube ich, weil das ist nicht für viele Leute gegeben und jede kleine Fußballspieler, die jetzt hier in München oder wo auch in der Welt rumläuft, die haben alle diesen Traum, das ist für wenige und deswegen musst du da dankbar sein und musst du das schätzen, aber ich glaube, ab und zu vergisst man das auch, weil du bist so im Jetzt und du fokussierst dich so auf deine Leistung, auf den Fußball und es geht immer wieder weiter und es wird immer wieder was erwartet. Das wirkliche Träumen und Genießen kommt vielleicht auch nochmal nach der Karriere.